1:0 für den SV Post Schwerin. 2 erzielt durch die Nummer 14, Lars Klütermann. Auf der Gegenseite der Ausgleich durch die Nummer 24, Jan-Martin Knack. Und das 2:1 für den SV Post Schwerin erzielt durch die Nummer 4, Andreas Stoik. Thorsten Schaller schließt erfolgreich ab für Tabanderup. Neuer Spielstand 2:2. Und das 3:2 für den SV Post Schwerin 2 erneut erzielt durch die Nummer 4, Andreas Stoik. Gelbe Karte gegen die Nummer 4 des SV Post Schwerin 2, Andreas Stoik.
Und der Ausgleich für die Gäste erzielt durch die Nummer 9, Thomas Brüne. Und die Führung für die Gäste vom HSG Tarp Wanderup, erzielt durch die Nummer 8, Sören Töller. Bert Hartfield mit dem Ausgleich für Post Schwerin. 4:4. Und 5:4 für Tarp Wanderup erzielt durch die Nummer 9 Thomas Brüne. Und auf der Gegenseite Andreas Stolk für Post Schwerin 2 zum 5:5 Ausgleich.